Hallo, heute reden wir über die Lieblingszigarette meiner Jugend, die ich so von 16 bis 19 geraucht habe. Es war meine Lieblingszigarette. Natürlich habe ich auch andere probiert. Und zwar rede ich von den Camel Filters. Dieses schöne Exemplar, diese Packung, habe ich von Marius bekommen. Der war auf Hawaii. Und hier unten ist tatsächlich noch die Steuermarke von Hawaii drauf. Ohne Schockbilder in Amerika, die Zigaretten. Und der hat mir eine fast volle Schachtel zum Probieren geschickt. Ich habe noch keine angezündet, aber die war mir jetzt tatsächlich ein Film wert, weil ich will euch noch ein bisschen was erzählen, wie ich damals zu der Camel Filter gekommen bin. Und zwar durch meinen Lieblingsonkel, den Onkel Franz, der war auch mein Firmenpate. Und der hat mich damals, als ich so Jugendlicher war, oft mitgenommen. Wir haben zusammen so Wandertage gemacht, haben uns miteinander unterhalten, interessante Gespräche geführt. Und mein Onkel Franz hat eben diese Camel Filter geraucht und die Packung hat mich schon immer fasziniert, schon bevor ich geraucht habe. Und als ich dann irgendwann alt genug war, durfte ich dann auch mal mit ihm eine rauchen während des Wandertags. Und so bin ich zur Camel gekommen. Die gibt es seit 1913, diese Camel-Zigaretten, diese American Blend mit türkischer Tabakbeigabe. Was steht drauf? Camel Blends, Turkish and Domestic Tobaccos to create its signature flavor. Hinten ist dann diese Stadt drauf. Es hieß immer, wenn man das Kamel genau anschaut, sieht man eine nackte Frau. Ich habe es mir nochmal angeschaut, ich sehe nichts. Ist anscheinend Interpretationssache. Wer weiß, wo man das sieht auf dem Kamel, der soll es mir bitte in die Kommentare schreiben. Ja, und mein Onkel Franz, der hat mich auch immer eingeladen bei seiner Familie zum Essen. Der hat nämlich Wild geliebt, Hammel und Hasen. Solche Sachen hat es bei uns nicht so oft gegeben. Aber immer wenn meine Tante das gemacht hat für meinen Onkel, war ich bei ihm eingeladen. Mein Onkel war ein interessanter Typ, der hat viel erlebt in seinem Leben. Unter anderem Anfang der 50er Jahre weg von zu Hause ins Ruhrgebiet, da als Bergmann tätig, verschüttet worden beim Grubenunglück, dann zur Fremdenlegion gegangen, dann aber gemerkt, dass es nichts für ihn ist und noch während der Grundausbildung mit zwei Kameraden abgehauen. Die durften damals bloß mit Uniform die Kaserne verlassen und waren dann wochenlang unterwegs, bis sie wieder in Deutschland waren. Mit der Folge, mein Onkel hat sich Frankreich nie mehr wieder als 50 Kilometer angenähert. So nebenbei als Geschichte. Ja, ich bin bei Camel geblieben. Jetzt tun wir mal eine raus. Hat schon einen speziellen Geruch. Die Mainstream-Marken in der Jugend waren Marlboro, HB, solche Sachen. Lord, haben mich aber nie interessiert. Ich bin bei Camel hänger geblieben. Jetzt zünden wir uns die mal an. Aus Amerika. Es gibt sie allerdings auch noch im Softpack in Deutschland. Filterlos, die ich noch mehr bevorzuge. Aber früher waren es eben diese Camel Filter. Jetzt zünden wir uns mal eine an. Ist ja schon wieder eine Woche her, seitdem ich die Afri getestet habe. Ich glaube, jetzt ist mal wieder eine drin. Zum Feierabend. Heute habe ich einen Zaun geschweißt, eine Konstruktion, ganzen Nachmittag. Dann belohnen wir uns mal mit einer Camel Filter. Ja, jetzt habe ich vergessen, die Werbung rauszusuchen. Der Camel Mann, der war ja der Abenteurer, der mit dem Loch im Stiefel in Südamerika unterwegs war. Das ist der Gegenpol zum Marlboro Cowboy. Mit dem konnte ich mehr anfangen. Mit dem Camel Mann. Eine echte amerikanische Camel aus Hawaii. Muss man auch erstmal drankommen, gell? Wer jetzt ein Versuch wird, wie so eine aktuelle in Deutschland verkaufte schmeckt, im Vergleich zu der. Ich kaufe mir jetzt aber nicht extra eine Schachtel, aber ich denke, vielleicht ist die Mischung ein bisschen unterschiedlich. Bekannte Persönlichkeiten haben für Camel damals Werbung gemacht. Camel ohne war es der John Wayne, der ist auch an Lungenkrebs gestorben. Da weiß man allerdings nichts, ob es vom Rauchen war oder von dem verstrahlten Set von seinem Film Der Mongole.
Die haben ja im Atomversuchsgelände gedreht und fast die ganze Crew ist da an Krebs gestorben. Die rauche ich jetzt für meinen Onkel Franz. Der am Schluss sogar aufgehört hat zu rauchen. Im Alter hat er dann nicht mehr geraucht. Ja, schmeckt. Schmeckt gut. So wie früher mit 16. Für die Jüngeren, die jetzt zuschauen, nicht erstrebenswert. Rauch fängt gar nicht erst an zum Zigarettenrauchen. Das ist, wir sind eine aussterbende Gattung. Es wird auch immer teurer. Muss man sich heute schon überlegen. Die Camel ohne hier, 20 Stück. War auch ein Zuschauergeschenk, möchte mich bedanken. Die nehme ich jetzt dann auf meinem Motorradtour mit. Haben 20 Stück 7,60 Euro gekostet. Wer hätte früher 14, fast 15 D-Mark ausgegeben für Schachtelzigarette? Nicht zu finanzieren. Ja, habe ich was vergessen? HB-Zigaretten waren früher eher was für Spießer. Wie Marlboro war so eine In-Marke damals, aber die haben mir irgendwie vom Geschmack nicht zugesagt damals. Gibt es sie eigentlich noch oder haben sie schon vom Markt genommen? Ich glaube, die wollten sie einstellen. Ja, ganz fair, ich sie nicht runterrauchen. Ein paar Züge genießen und dann ausdrücken. Es langt für heute, fürs Filmchen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat euch interessiert. Auch die Geschichte, wie ich damals zur Camel gekommen bin. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus.